los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor, los geht's! Stumpi? Stumpi? Hallo, Elsie. Ist Stumpi da? Ja. Ja, er muss hier irgendwo stecken. Er wollte eigentlich arbeiten, aber er ist wohl zu seinem Geheimplatz. Max und Emma wollten auch was von ihm und suchen ihn. Hallo, Stumpi. Hallo, ihr zwei. Ist ein toller Geheimplatz. Was machst du hier so alles? Oh, dies und das, wisst ihr. Naja, meistens mache ich ja nichts weiter als nachzudenken. Schlafen, meint er wohl. Hey, wollen wir uns nicht auch einen Geheimplatz suchen? Ja! Es gibt Zeiten, da brauchen wir alle ein ruhiges Plätzchen nur für uns allein. Jan, Stumpi hat einen Geheimplatz. Ach, tatsächlich? Ja! Und er macht alles Mögliche dort. Ich glaube, er macht überhaupt nichts dort, wenn du mich fragst. Max und ich suchen für uns auch so einen Platz. Würden du und der kleine rote Traktor uns dabei helfen? Aber klar doch. Ich muss nur noch das Getreide abladen. Tja, das ist vielleicht ein Wetterchen, was? Die Leute gehen hier zu gerne bei so einem sonnigen Wetter zum Wandern. Walter, der Freund der Wanderer? Hä? Wenn sie immer auf den Wegen bleiben, ist das kein Problem. Aber wenn sie vom Weg abkommen und mein Land betreten, dann wehe ihnen. Warum stellen sie denn nicht ein paar Schilder auf? Betreten verboten oder so? Schilder bringen da nichts. Da ist ein Spähtrupp nötig. Ich werde sie fortjagen. Fahren wir, großer Blauer. Machen Sie es gut. Ja, das werde ich. Wie wäre es hier? Ein perfekter Platz dafür, wenn ihr mich fragt. Es ist schön sonnig hier, aber es ist, zu offen hier. Wir suchen mehr einen Platz, der etwas versteckter liegt. Ah, ich verstehe. Dann suchen wir woanders. Wie wäre es hier? Zu schattig. Ist es hier besser? Tut mir leid, zu matschig. Gefällt's euch hier? Viel zu sonnig. Naja, dann fällt mir nur noch ein einziger Platz in der Gegend hier ein. Kommt schon, ihr Landstreicher. Zeigt, wo ihr seid. Keine Spur von Ihnen, großer Blauer. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Hier ist es toll. Wirklich? Der Platz ist perfekt. Große Klasse. Wir brauchen ein paar Decken und Kissen und solche Dinge, um es uns richtig gemütlich zu machen. Fragt doch ein bisschen herum. Ich bin sicher, die Leute überlassen euch gerne ein paar Sachen. Okay, aber wir dürfen niemandem erzählen, wofür wir die Sachen haben wollen. Meint ihr wirklich? Ja, es soll doch ein Geheimplatz sein. Wir können ein Geheimnis für uns behalten. Nicht wahr, kleiner roter Traktor? Ich suche Wanderer, Jan. Haben Sie welche gesehen? Guten Morgen, Herr Junker. Nein, hab ich nicht. Nein. Ich lieg auf der Lauer. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Und was macht ihr zwei auf dem Anhänger da? Ach, nichts. Wir haben ein paar alte Sachen hier. Die wollen wir wegwerfen. Sehr gut. Weg mit dem Alten. Platz machen fürs Neue, sage ich immer. Bis später. Weg mit dem Alten? Nur gut, dass nicht jeder von uns dieser Meinung ist. Stimmt's, kleiner roter Traktor? So, das war's. Was wollt ihr denn damit anfangen? Das ist ein Geheimnis, Nicola. Oh, verstehe. Entschuldigt, kein Problem. Hallo, ihr. Wofür braucht ihr dieses alte Ding? Das darfst du nicht wissen, Paps. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Ich kann sowas für mich behalten. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Es ist wirklich toll hier. Dann werden wir euch mal allein lassen. Wir sind hinten auf dem Hof, wenn ihr uns braucht. Und los! Es ist nirgendwo ein Wanderer zu entdecken, großer Blauer. Die müssen wissen, dass wir auf der Lauer liegen. Fahren wir! Hey, es gibt noch eine Menge zu tun. Mm-hmm.
Ich sehe Landstreicher, großer Blauer. Direkt vor uns. Hab ich's mir doch gedacht. Sie sehen ein bisschen merkwürdig aus. Sagen wir lieber Jan Bescheid. Sieh mal, da fährt Herr Junker. Ob er unser Versteck wohl entdeckt hat? Ach, das glaube ich nicht. Vielleicht hat er uns entdeckt, aber unser Versteck bestimmt nicht. Au! Sie haben Landstreicher auf dem Grundstück. Landstreicher? Landstreicher. Merkwürdige Leute, die merkwürdiges Zeug tragen. Umhänge oder Schals, solche Dinge. Umhänge und Schals? Oh, ja, ich weiß schon, wen Sie meinen. Ach, wirklich? Ja, das sind ein paar Leute, die aus dem Dorf kommen. Die wollen Dachse beobachten. Die suchen da nach einem Dachsbau. Aber so wie sie sich aufführen, werden sie nie einen finden. Sie kreischen und brüllen rum. Hast du noch mehr alte Sachen, Jan? Oh, oh. Guten Tag, Herr Junker. Du weißt schon, Sachen zum Wegwerfen. Oh ja. Ich weiß auch nicht, woher das ganze alte Zeug kommt. Immer wenn man denkt, dass alles gut läuft. Was ist denn das? Was ist das für ein Müll da? Da hat jemand seinen alten Plunder bei Jan abgeladen. Wo soll das bloß noch hinführen? Na komm, Rosti. Wir müssen Jan von der Sache erzählen. Also ich würde mir das verbieten, dass die vielleicht auf frischer Saat rumtrampeln. Hey Jan, du wirst es nicht für möglich halten. Da hat jemand sein altes Zeug auf deinem besten Feld abgeladen. Das waren sicher diese Dachsbeobachter. Dachsbeobachter? Das ist ja furchtbar, Walter. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich muss sowieso gleich zu Stumpi rüber, dann werde ich mir die Sache mal ansehen. Ja, ausgezeichnet. Und machen Sie diesen Leuten klar, dass sie kein Recht haben, hier in der Gegend rumzuflattern. Ja, aber sicher mache ich das. Bis später. Es ist hier gar nicht so einfach, ein Geheimnis für sich zu behalten. Es dauert nicht lange, Elsie. Ich sag nur Jan, dass sein Mehl fertig ist. Warum ruft er ihn nicht einfach an wie jeder andere normale Mensch? Das werde ich nie begreifen. Oh, so sieht man sich wieder. Schönes Plätzchen habt ihr hier. Ja, bis eben. Ist alles in Ordnung bei euch? Oh ja, danke. Du siehst irgendwie lustig aus, Stumpi. Also mal ehrlich, ich dachte bisher, das hier wäre ein Geheimplatz. Wohl mehr ein offenes Geheimnis. Oh, wisst ihr, was ihr tun solltet? Was denn? Macht nicht länger ein Geheimnis daraus. Macht eine richtige Eröffnungsfeier. Danach wird euch bestimmt jeder in Ruhe lassen. Meinst du? Bei mir hat's geklappt. Elsie hat mich nach dieser Feier nie mehr gestört. Scheint eine gute Idee zu sein. Ich fahr rum und erzähl's überall. Und während ihr hier alles sauber und hübsch macht, holen der kleine Traktor und ich was zu trinken und Kekse. Was meint ihr? So machen wir's. Ist gleich soweit. Ich hoffe, ihr habt da eine Tür, die ihr abschließen könnt, damit diese Dachsbeobachter draußen bleiben. Gut, dass Sie daran denken, werte Herr Junker. Oh. Aber was machen wir nur, wenn Sie schon da drin sind? Oh nein! Ich werde mal nachsehen. Oh, das würden Sie nicht wagen, jetzt einfach. Ah, Hilfe, da ist da einer. Ist alles okay, Herr Junker. Ich bin's. Ja. Was? Oh, ja, natürlich bist du es. Verzeihen Sie, dass ich Sie vorhin ein bisschen angeflunkert habe, aber ich musste ein Geheimnis wahren. Es gibt hier niemanden, der Dachse beobachten möchte. Das waren Max und Emma die ganze Zeit. Wir haben Sachen in unser Versteck gebracht. Hm? Oh, ja, das war mir klar. Ich habe das Spiel nur mitgespielt. War alles ein Scherz, wisst ihr? Also... Fertig? Ja! Und hiermit ist unser Geheimplatz eröffnet! Hurra! Hurra! Hurra!